Du hast Musik von Nikolai Heidlers in deinem Video? Ja. Du hast jetzt Post gekriegt von YouTube und irgendein Typ namens Hafk oder wie auch immer beansprucht hier irgendwelche Rechte? Bleib dran. Ich erkläre dir, was ich gemacht habe und wie du mit dieser Methode den Kopf aus der Schlinge kriegst. So, vielleicht hast du dieses Video angeklickt, weil du neulich von YouTube eine Mail bekommen hast. Ein Urheberrechtsinhaber hat einen Anspruch auf Inhalte in deinem Video erhoben. Oh, auweia. Also, das ist jetzt nicht weiter schlimm und das steht auch so gleich im zweiten Absatz. Es ist keine Verwarnung und der Status deines Kanals bleibt unverändert. Vielleicht ist das für dich ja jetzt in Ordnung, dann kannst du diese Mail hier weglegen. Aber vielleicht bist du ja hier der Meinung, dass der Anspruch nicht gerechtfertigt ist und willst dagegen was unternehmen. Dann schauen wir uns die Sache hier mal ein bisschen genauer an. So, du klickst also auf die Schaltfläche in der E-Mail und kommst dann gleich ins neue YouTube-Studio und siehst hier einen Überblick und Status dieser Sache. Hier steht also nochmal, um welches Video es geht, welches Stück und welcher Autor, welcher Urheberrechtsinhaber und alles solche Details. Du klickst jetzt rechts unter Aktionen auf den Select Aktion auswählen und wählst dort die Option Einspruch. Auf der nächsten Maske werden dir so ein paar Sachen aufgezählt, die keine zulässigen Gründe für einen Einspruch sind. Zum Beispiel, wenn du eine CD gekauft hast oder wenn du dein Video nicht monetarisiert hast oder wenn du den Urheberrechtsinhaber in der Beschreibung erwähnt hast. Das alles reicht für sich alleine genommen nicht aus und gibt dir noch lange nicht das Recht, fremde Inhalte in deinem Video zu verwenden. Wenn du aber der Meinung bist, dass keiner der oben genannten Gründe zutrifft und du trotzdem Einspruch erheben möchtest, dann setzt du jetzt diesen Haken und klickst auf Weiter. So, jetzt wird's interessant. Du hast deine Musik möglicherweise, genau wie ich das immer mache, auf bestimmten Soundportalen runtergeladen und dort auch eine Lizenz dafür erhalten. Das muss nicht unbedingt in Schriftform oder in Form von E-Mail passiert sein, sondern zum Beispiel, wie in meinem Fall, auf Hooksounds kannst du die Musik von Nikolai Heidlers mit einer sogenannten Free Use and Mention License erwerben. Das kostet dann nichts, aber du musst, um die Musik in deinen Videos verwenden zu dürfen, bestimmte Bedingungen erfüllen. Im konkreten Beispiel der Musik von Nikolai Heidlers auf Hooksounds bedeutet das im Einzelnen: In der Beschreibung deines Videos muss der Titel des Stücks angegeben sein, der Name des Autors, also Nikolai Heidlers, der Link zu dem Stück auf Hooksounds und dein Video darf nicht monetarisiert sein. Wenn du diese Bedingungen einhältst, dann bedeutet das im Klartext nichts anderes, als dass du die Berechtigung oder die Lizenz hast, die beanspruchten Inhalte in deinem Video zu verwenden. Also die entsprechende Option markieren und auf Weiter. Im nächsten Schritt erklärst du nochmal ausdrücklich, dass du die Erlaubnis vom Urheberrechtsinhaber hast, seine Inhalte zu verwenden. Und die hast du schließlich, das habe ich gerade eben erklärt. Also Haken setzen und weiter. Hier auf dieser letzten Maske musst du jetzt ein bisschen Text eingeben. Und zwar solltest du in dieses Feld Informationen angeben, die dem Anspruchsteller aufzeigen, dass du berechtigt bist, seine Inhalte zu nutzen. Ich kopiere den Text hier mal aus der Zwischenablage rein. Ich hatte den schon vorbereitet. Diesen Wortlaut könnt ihr in der Videobeschreibung unten finden und wenn ihr mögt, dürft ihr den verwenden für eure Zwecke. Ihr müsst den dann eben nur entsprechend abändern. So, dann zum Schluss noch die drei Haken setzen und unten den vollständigen Namen eingeben. So, und bevor es losgeht, nochmal Folgendes. Leute, das ist hier kein Spaß. Das ist eine ernste Angelegenheit. Und ich will hier niemanden dazu anstiften, hier irgendwelchen Schindluder mit diesem Formular zu treiben oder irgendwelche unrichtigen Angaben zu machen. Ihr geht nach meiner Methode nur dann vor, wenn ihr der Überzeugung seid, dass die Ansprüche gegen euch nicht gerechtfertigt sind. Gut, anschließend abschicken und warten. Das kann in der Regel ein paar Tage dauern. Und ihr seht hier in der Übersicht meines Gmail-Kontos, wo ich mal gefiltert habe nach den entsprechenden Keywords, wie viel das hier bei mir in der Vergangenheit schon waren. Es vergeht also kein Monat, wo ich nicht wenigstens einen von diesen Ansprüchen kriege.
aber die habe ich bisher alle erfolgreich abgewehrt. Gut, das war's. Am Schluss jetzt noch zwei Sachen. Nicht Nikolai erhebt hier die Ansprüche, sondern dieser Hafk oder wie auch immer man den ausspricht. Nico hat es auf seinen Kanälen schon mehrfach angegeben, dass er keine Ansprüche erhebt und stattdessen jemand anders seine Musik anscheinend gestohlen hat und unberechtigt diese Ansprüche erhebt. Ich habe auch festgestellt, dass seit ein paar Tagen sowohl der YouTube-Kanal als auch Nikolais Facebook-Profil gelöscht sind und auch die meisten seiner Stücke aus den üblichen Kanälen verschwunden sind. Was da los ist? Keine Ahnung. Auch auf Mails bekam ich keine Antwort. Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Aber das ist eine andere Geschichte. So, jetzt habe ich es aber wirklich. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir irgendwie weiterhelfen konnte, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Vielleicht willst du sogar meinen Kanal abonnieren, wenn du Motorradfahrer bist oder dich für meine Reisen interessierst. Und vielleicht schaust du einfach mal öfter hier bei mir auf dem Kanal vorbei. Ich habe eine Menge interessanter Videos, da ist bestimmt für jeden was dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.